I'm living with my wife for 6 years. Ich lebe jetzt seit über 6 Jahren mit meiner Frau zusammen. I can testify boldly. Und ich kann wirklich ganz kühn euch Zeugnis geben über this sie. This woman carries a special glory of God. Halleluja. Diese Frau trägt eine besondere Herrlichkeit Gottes. I can say it before God. Kann ich wirklich in Gottes Gegenwart euch sagen? And she is one of the most, I can say, she is the most radical woman I have seen in my life. Und ich kann wirklich sagen, sie ist die radikalste Frau, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Aber er hat keine Angst vor mir. But you're not afraid of me, no? I'm still surprised, how come she is a German? Ich bin immer noch immer wieder überrascht, wie gibt's das, dass sie Deutsche ist? Such a radical person can come from Germany. So eine radikale Person kann aus Deutschland kommen. Many times I feel that she is not, she is more living in the heavenly realms than in the earthly realms. Viele Male empfinde ich, dass sie eigentlich mehr in den himmlischen Welten lebt als in den irdischen Gefilden. She knows how to relate to God more than how to relate to people. Sie ist besser drin, also sie versteht es besser, mit Gott in Verbindung zu leben, als mit Menschen in Verbindung zu leben. So she is too much of heavenly mind sometimes to be of earthly use. Es gibt einen schönen Spruch, ne? Zu sehr heavenly minded, also der Sinn ist zu sehr im Himmel, als dass man auf der Erde für zu viel Nütze wäre. But that's not our problem today. Aber das ist heute nicht unser Problem. Our problem is we are too much of the earthly mind to be of the heavenly use. Unser Problem ist heute, dass wir zu sehr unseren Verstand auf der Erde haben, als dass wir für den Himmel sehr nützlich sein können. But thank God that she is too much of heavenly mind. Dank sei Gott, dass sie zu sehr den himmlischen Sinn hat. I would rather choose a person who is too much of heavenly mind to be of earthly use than too much of earthly mind to be of heavenly use. Ich habe lieber Leute, die zu sehr himmlisch gesinnt sind, als dass sie auf der Erde viel Nütze wären, als Leute zu haben, die so sehr irdisch gesinnt sind, dass sie für den Himmel nicht viel Nütze sind. So I am eternally indebted to Germany. Also ich bin in alle Ewigkeit Deutschland ein Schuldner. Hallelujah. Having seen her calling, I never disturb her. I don't even expect her to give me a chai tea. Nachdem ich jetzt so ihre Berufung gesehen habe, störe ich sie da nie drin. Also ich erwarte noch nicht mal von ihr, dass sie mir einen Tee bereitet oder dass sie noch überhaupt nicht für mich kocht. Hallelujah. I don't even allow her to cook. Ich erlaube ihr gar nicht zu kochen. I don't even expect her to clean my room. Ich erwarte noch nicht mal von ihr, dass sie mein Zimmer putzt. I know she lives in the heavenly. Ich weiß, sie lebt in den himmlischen Welten, da gibt's kein I don't Dreck. Want to wake her up. Und ich will sie da nicht runterholen. Hallelujah, Lord. Hallelujah. And God is using her so much in my seminars. Und Gott gebraucht sie so sehr in meinen Seminaren. Recently we started women's school, as my wife said yesterday night. Wie meine Frau euch gestern Abend erzählt hat, wir haben vor kurzem eben die Frauenschulen angefangen. Every time I see the transformation of the women. Und ich sehe jedes Mal diese totale Transformation von den Our Frauen. Our heart melts. Und das schmilzt uns das Herz. You must see them in the first 10 days of their seminar. Du musst sehen, wie die zu uns kommen, die ersten 10 Tage im Seminar. Broken. Total zerbrochen. Afflicted. So gequält. Sad face. Solche traurigen Gesichter. No joy, no laughter. Keine Freude, kein Lachen. But you must see them the last days. Aber du musst sie sehen, so in den letzten Tagen. Too much talk. Nur noch am Reden. Too much laughter. Ständig überall rumkichern, rumspringen, rumlachen. Too much enthusiasm. So ein Enthusiasmus. And one of the main reasons for that change. Und einer der Hauptgründe für diese Veränderung. Next to the Holy Spirit. Neben dem Heiligen Geist, nach dem Heiligen Geist. Is my precious wife. Ist meine kostbare Frau. Halleluja. Because I don't go much to the women's school. In die Frauenschulen gehe ich nicht so sehr viel, also da diene ich nicht so sehr viel. She does it very beautifully. Aber sie tut das ganz wunderschön. So recently we both had a very big temptation. Und wir beiden haben eine sehr große Versuchung gehabt vor kurzem. Often we get that discouragement. Wir kriegen häufig immer wieder diese Entmutigung. Should we invest our time in Germany? Sollen wir wirklich weiterhin unsere Zeit investieren in Deutschland? You have to, please. I really
want you to pray that we don't get into that temptation. Ich möchte euch wirklich bitten, dass ihr betet, dass wir dieser Versuchung nicht erliegen. I'm serving God for more than 40 years. Ja, ich diene Gott seit über 40 Jahren. I have seen the thousands and thousands of people in India. Ich habe gesehen, totally transformed. Ich habe gesehen, wie Tausende und Tausende von Menschen in Indien total transformiert, völlig verändert werden. My wife knows it. Meine Frau weiß es. I conduct 5 days conference. Ich habe 5 Tage Konferenzen. 10 days conference. 10 Tages Konferenzen. That's all. Das ist alles. Even recently we had 5 days conference. Gerade kürzlich im Februar haben wir die 5 Tages Konferenz gehabt. Beate was there, Thorsten was there. Beate war da, Thorsten, Reinhild waren da. You know, after every conference. Und weißt du, nach jeder Konferenz. The results we hear. Die Resultate, die wir da hören. It makes us cry. Das bringt uns echt zum Weinen. It's like a magic. Es ist, schaut aus wie Magie. I came to your seminar. Ich bin auf euer Seminar gekommen. Totally broken. Ich war völlig zerbrochen. Totally defeated. Total in Niederlage. After the 5 days. Aber nach den 5 Tagen. I don't know what happened. Weiß ich gar nicht, was mir passiert ist. Wherever I go. Wo auch immer ich hingehe. Healings happen. Da geschehen Heilungen. After the 5 days. This recent apostle seminar. Jetzt gerade das letzte Apostelseminar im Februar. After the 5 days. Nach den 5 Tagen. I went. Da bin ich heimgegangen. And there was a man with a decayed leg. The whole leg was wounded and decayed. Und da war jemand, der hatte das ganze Bein voller Wunden und das war richtig verfault. I laid my hands and prayed. Ich habe da meine Hände draufgelegt. Also it just disappeared. Only a small portion is there. Und das ist einfach verschwunden. Das ist bloß noch ein ganz kleiner Punkt übrig geblieben. I couldn't sit in a bus. Ich konnte gar nicht mehr im Bus sitzen, sagt and der Mann. Keep quiet. Ich konnte nicht still bleiben. I looked to my neighbor. Ich habe meinen Nachbarn angeschaut. All about him the Holy Spirit reveals. Und der Heilige Geist zeigt mir alles über ihn. I don't know what happened. Ich weiß gar nicht, was los ist. So many miracles happen. So viele Wunder geschehen. Such testimonies. Solche Zeugnisse. We are almost spoiled by it. Ja, wir waren total verdorben davon. Every seminar. Nach jedem Seminar. What I am saying is, God is my testimony. Und Gott ist mein Zeuge für was ich sage. People go and do miracles. Die Leute gehen los und tun die Wunder. Many churches grow. Viele Gemeinden wachsen. Many mighty miracles happen. Viele mächtige Wunder geschehen. So there is a question in my heart. Und da ist diese Frage in meinem Herzen. I am a result oriented. Weißt du, ich bin ein Mensch, der auf Resultate auf ist. I don't preach just to preach. Ich predige nicht nur, um zu predigen. I don't need a seminar just to spend my time. Ich brauche nicht irgendein Seminar, um ein bisschen Zeit zu verbringen. I am looking for lasting change. Ich suche nach bleibenden Veränderungen. Lasting fruit. Bleibender Frucht. Remaining fruit. Bleibender. I don't like people to come and listen this seminar, then another seminar, then another seminar, another seminar, another seminar. Nothing happens and they wonder why. For that I don't want to give my life anymore. Ich mag das nicht, dass Leute kommen in ein Seminar und es schön finden und aufs nächste Seminar gehen und es auch schön finden und aufs nächste und nichts verändert sich wirklich bleibend. Dafür will ich meine Kraft nicht mehr investieren. I don't want to waste my time in the curiosity of the Greek mentality. Okay, I heard Ezekiel Francis. Now let me hear what that man says. Okay, let me try that for 5 years, 10 years, 20 years. No church growth, no productivity, no anointing, no growth, no victory. I'm tired of it. Also, ich will wirklich nicht meine Zeit und meine Energie rein investieren in die griechische Mentalität. Okay, lass mich mal gucken, was Ezekiel Francis zu sagen hat. Okay, jetzt haben wir ihn gehört, jetzt hören wir uns den Nächsten an und dann den Übernächsten und dann den Übernächsten und den Übernächsten. Und nichts wirklich passiert, nichts Bleibendes passiert in dem Leben. Keine Salbung, kein Gemeindewachstum, alles ist am Kämpfen und Niederlage und Schwierigkeiten und immer wieder das Gleiche. Kein echter Durchbruch. I'm not here to give my performance. Ich bin nicht hier, um euch was Schönes vorzuspielen. I'm not here to expect your appreciations. Ich bin nicht hier, dass ihr mir den Bauch pinselt. What this seminar has done in your life. Was hat dieses Seminar in deinem Leben wirklich getan? Why there is no change? Warum so wenig Veränderung oder keine Veränderung? You think God made you to wander and wonder why? Meinst du, Gott hat dich dazu gemacht, dass du in der Wüste rumwanderst und dich fragst und warum in meinem Kreis rum? Do you think that God is different for Germans
and different for Asians. Meinst du, Gott behandelt Deutsche anders, als er Asiaten behandelt, oder meinst du, er ist anders mit Deutschen zu Deutschen? Do you think South American has a different God than Germans? Denkst du, die Südamerikaner haben einen anderen Gott als die Deutschen? Where is the problem? Wo liegt das Problem? That's what my heart is crying for. Das ist wirklich mein Herzensschrei. Something must happen in Germany. In Deutschland muss was geschehen. Church. Gemeinde. Church. Gemeinde. Has the answer for German. Die Gemeinde hat die Antwort für Deutschland. If the church rises up. Wenn die Gemeinde aufsteht. Like a mighty champion. Richtig so wie ein mächtiger Held. No power can come into this nation. Dann kann keine andere Macht reinkommen in diese Nation. Yes. Once when the hand of the church rises up. Wenn die Hand der Gemeinde hochkommt. The hand of the enemy will go down. Dann werden die Hände des Feindes runtergehen. I strongly believe it. Ich glaube ganz fest daran. It's the Moses hand. Es sind die Hände von Mose. When the hands are lifted up, solange die Hände hoch erhoben sind, and the Israelites won the battle, da haben die Israeliten den Krieg gewonnen. When his hands hang down, als seine Hände müde geworden sind, the Amalekites won the battle. Da haben die Amalekiter den Krieg gewonnen. It's like what's that play? Balance. That is a play called. Es gibt ein Spiel. Oh ja, Wippe. You sit on one and the other one. Okay, Wippen. So I know very well. Und ich weiß es sehr genau. The church has that final authority. Die Gemeinde hat die letztendliche Autorität. You cannot sit and blame the government. Du kannst nicht dich zurücksetzen und der Regierung die Schuld geben. You cannot sit and blame everybody else. Homosexuality. The rules are like. No, you are to be blamed. Du kannst dich nicht zurücklehnen und sagen, na ja, die Homosexualität und die Regel und die Regierung. Nein. Du musst auf dich selber gucken. In India, da liegt die Schuld. In India, every state has Christian channel. In Indien haben wir in jedem Staat verschiedene christliche Fernsehkanäle. Every city has Christian channel. Jede Stadt hat Fernsehkanäle. We can preach anything we like. Und wir dürfen da predigen, was auch immer wir möchten. Who is responsible? Wer ist dafür verantwortlich? The church. Die Gemeinde. Because it's the body of Jesus. Weil die Gemeinde der Leib Jesu ist. Body. Der Leib. That's a powerful word. Das ist ein mächtiges Wort. Body. Der Leib. Of Jesus. Der Körper Jesu. When will the church see it? Wann wird die Gemeinde das sehen? One of the reasons I have found. Einer der Gründe, die ich herausgefunden habe. Through my prophetic eyes. Durch meine prophetischen Augen. Here. People expect something to fall from heaven someday. Erwarten die Leute einfach immer noch, dass irgendwann eines Tages endlich mal was vom Himmel auf sie herabfallen möge. We used to say that mango will not fall by magic. Wir sagen immer, die Mango, die fällt nicht durch Magie vom Baum. People expect it. Weißt du, die Leute erwarten. God, when will you visit us? Wann wirst du uns endlich heimsuchen? That's the lie of the devil. Das ist die Lüge des Teufels. The cheated German Christians. Der die deutschen Christen belogen und betrogen hat. I speak it with all authority. Ich spreche das aus mit aller Autorität. I expect God to do something. Ich erwarte, dass Gott was tun möge. Sincere people. Ganz aufrichtige Leute. Praying. Die beten. Praying. Und beten. Praying. Und beten. We pray. Wir beten. God. Oh Gott. To do something. Tu doch mal was. I tell you. Ich sage dir. This is the deception of the enemy. Das ist die Verführung, die Lüge und Täuschung des Feindes. I thought, what makes people to come to my seminar 5 days and they go and heal the sick? Ich habe mir überlegt, was bringt Menschen dazu, dass sie nach 5 Tagen auf meinem Seminar losgehen und alle Kranken heilen? What do they hear in my seminar that they don't hear anywhere? Was hören sie denn in meinem Seminar, was sie anderswo nicht hören? It's not some lightning hits my people as it hit
Paul, when he was on the way to Damascus. Es ist nicht so, dass ein Blitz kommt und unsere Seminarteilnehmer schlägt, wie damals Paulus auf der Straße nach Damaskus. What's the reason? Also was ist der Grund? When I think about it. Wenn ich darüber nachdenke. I understood one thing. Da habe ich eins verstanden. Some years ago. Vor einigen Jahren. I was a number one beggar. Da war ich der Hauptbettler überhaupt. All the time crying. Ständig am Weinen. Every preacher will make me to cry. Jeder Prediger hat mich zum Weinen gebracht. When a preacher preaches on revival. Wenn ein Prediger predigt über Erweckung. I will fast and cry and fast and cry. Send us the revival, send us the revival, send us the revival. Dann gehe ich hinterher nach Hause und also damals, ne, habe gefastet, gebetet, geweint, geschrien, Herr, sende uns doch endlich auch Erweckung. When a person comes and teaches on self to die. Und wenn dann jemand kam und darüber gelehrt hat, dass unser Selbst, unser Ego eben brechen muss, sterben muss. Then again I will start crying, Lord, let me die, let me die, let me die, let me die. Ging ich wieder nach Hause und habe dem Herrn vorgeheult, Herr, lass mich doch sterben, lass mich doch sterben, lass mich doch sterben. When a person says the love of God is the greatest of everything. Und wenn jetzt ein Prediger kam und sagte, die Liebe Gottes ist das Größte überhaupt. Then I will say, pour out your love, pour out your love, pour out your love. Dann ging ich nach Hause, Herr, sende doch deine Liebe, gieß deine Liebe aus in mich, gieß deine Liebe aus in mich. Very sincere. Ganz, ganz aufrichtig. Because I was desperate for God. Weil ich so verzweifelt nach Gott gesucht habe. I was hungry for things of God. Ich war hungrig nach den Dingen Gottes. Even as a teenager. Sogar schon als Teenager. I was not distracted. Ich habe mich nicht ablenken lassen. I need this. Ich habe gesagt, ich brauche das. When a person says, go and preach the gospel to the missionaries. Wenn jetzt irgendjemand gesagt hat, geh in die Mission, werde Missionar, predige das Evangelium. Then I cried, Lord, souls are perishing, souls are perishing, send me. Ging ich heim, Herr, die Seelen, die gehen verloren, bitte send mich doch. Then I went to North India as a missionary. Und dann ging ich nach Nordindien als Missionar. I poured out. Hab dort wirklich mein Leben hingelegt. I didn't see the much result. Aber hab nicht viele Resultate gesehen. Again my cry increased. Dann habe ich wieder weiter geheult. Somebody says it's all because of some demon somewhere hiding in you. Und dann gibt es wieder Leute, die sagen, oh, das hat alles zu tun mit irgendwelchen Dämonen, die sich noch irgendwo in dir verstecken. Then I started shouting as much as I could. Dann habe ich angefangen, die Dämonen anzuschreien, so laut ich nur konnte. Devil, get out! Devil, get out! Devil, get out! You spirit of that! You spirit of lust! You spirit of adultery! You spirit. Du Geist Everything von, under heaven du look Geist like von a demon. Geiz, du Geist von Ehebruch, du Geist von Lust, raus, was auch immer mir eingefallen ist unter dem Himmel. I cannot explain you. Ich kann es euch gar nicht erklären. That was not really a enjoyable Christian life. Das war wirklich kein Christenleben, das man hätte genießen können. But I was desperate. Aber ich war so verzweifelt. I know the calling is on me. Ich wusste, Gott hat eine Berufung auf mich gelegt. I wanted to excel in that calling. Und ich wollte in dieser Berufung wirklich Gott ganz treu dienen. I was willing to give up anything to fulfill my calling. Ich war bereit, absolut alles aufzugeben, um meine Berufung zu erfüllen. One day the Holy Spirit told me. Und eines Tages sagte mir der Heilige Geist. Ezekiah. I taught you. Ich habe dich gelehrt. Without me you can do nothing. Dass du ohne mich nichts tun kannst. Now I will teach you. Aber jetzt werde ich dich lehren. With me. Dass du mit mir. You can do all alles tun kannst. With me. Mit mir. You can do all things. Kannst du alles tun. Then the Holy Spirit began to teach me through His Word. Dann fing der Heilige Geist an, mich zu lehren durch sein Wort. That changed my ministry. Und das hat meinen Dienst verändert. That changed my message. Das hat meine Botschaft verändert. That changed my crowd. Das hat auch die Menge, die Leute that, verändert, die that kamen. That changed zu mir. My result. Das hat meine Resultate verändert. You know what was that? Weißt du, was das war? I have understood. Ich habe verstanden. When Jesus came, als Jesus kam, God visited me permanently. Da hat Gott mich heimgesucht und zwar permanent. He doesn't need to visit and go and come and go. Er braucht heute nicht mehr mal heimsuchen und wieder gehen, kommen und wieder gehen. He visited me. Er hat mich heimgesucht. And he made me as his permanent home. Und er hat mich zu seinem permanenten Heim, zu seinem Zuhause gemacht. Then the Holy Spirit began to open to me. Und dann hat der Heilige Geist angefangen, mir zu eröffnen. Yesterday when we were coming, you know, we heard a beautiful song.
Gestern, wie wir gekommen sind, haben wir ein wunderschönes Lied gehört. Power in the name of Jesus. Es liegt so eine Kraft im Namen Jesus. That breaks the chain. Die jede Kette zersprengt. Halleluja. Halleluja. I studied it. Ich habe das studiert. I know it. Ich weiß das. There's power in the name. Es ist Kraft im Namen. And then I know there is power in the blood. Und dann weiß ich auch, es liegt die Kraft im Blut. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. I had a revelation that is power in the blood. Ich hatte wirklich diese Offenbarung, dass wunderbare Kraft im Blut liegt. I have the revelation that is power in the name. Ich habe die Offenbarung, dass Kraft im Namen liegt. I wrote a huge book in the power of the name of Jesus. Ich habe ein dickes Buch geschrieben, leider bloß auf Tamilisch bisher, über die Kraft des Namens Jesus. And I have the revelation that is power in the Holy Ghost. Und ich hatte auch die Offenbarung, dass Kraft im Heiligen Geist liegt. Then I said Holy Ghost, Holy Spirit. Dann habe ich gesagt, Heiliger Geist, Heiliger Geist, Heiliger Geist. But I talked about all this power. Aber ich habe gesprochen über all diese Macht. I know there is power in the word. Ich weiß auch, es liegt Kraft im Wort. There is so much power in the word. So viel Kraft im Wort. So much power. So viel Kraft. It can close all the hospitals in the whole world and heal the people. All die Krankenhäuser auf der ganzen Welt schließen und all die Menschen heilen. Say Hallelujah. Sag doch mal ein Hallelujah. So much power in the word. Es liegt so viel Kraft im Wort. Hallelujah. Hallelujah. Wigglesworth. This morning I was reading about Wigglesworth. Wigglesworth. Heute Morgen habe ich gelesen über Wigglesworth. Just one instant I saw. Nur eine Sache habe ich mir kurz angeschaut. When he was praying for the sick people, one man came. Als er gebetet hat für die Kranken, kam ein Mann. And he looked like a skeleton. Der sah aus wie ein Skelett. The jawbone came up. Und der Kieferknochen. There is no life in him. Er hat keinerlei Leben mehr in sich. He was looking like a stick. Das sah aus wie so ein Stecken. And he said, "Can you help me?" Und er sagte, kannst du mir helfen? Wigglesworth said, "What is that?" Und Wigglesworth sagte, was? He said, "I had a stomach cancer." Er sagte, ich hatte Magenkrebs. They operated. Und sie haben mich operiert. And when they operated. Und als sie operiert haben. I could not eat anymore because that this is blocked. Konnte ich überhaupt nichts mehr essen, weil alles blockiert war. Then he pulled a big tube. Und dann hat er so einen langen Schlauch rausgezogen. Some inches, 9 or 10. So inches. So okay. Then, he said. Und sagte. There is a hole. Da ist ein Loch. Only through the hole I can put my juice and anything. Nur durch dieses Loch kann ich noch irgendwelche Säfte oder so. I can't even taste the juice. Ich kann den Saft noch nicht mal schmecken mehr. I am dying. Und bin am Sterben. Immediately Wigglesworth said. Und Wigglesworth sagte sofort. There is a book in my hand. Weißt du, ich habe da ein Buch in meiner that Hand. That book has all power und under heaven. Dieses Buch hat alle Macht am Himmel, unter on, dem Himmel. On the authority of this book. Und die Autorität von diesem Buch. I tell you. In der Autorität dieses Buches sage ich dir. And eat nice supper. Und iss ein wunderbares Abendessen. He didn't pray. Er hat noch nicht mal gebetet. He believed in the word. Er hat einfach nur geglaubt ans Wort. Whatever you say, was auch immer du sagst, it will happen. Das wird geschehen. He was so full of the word. Er war so voll Worte. And he spoke the faith word. Er hat gesprochen diese Glaubensworte. And he went home. Und dann ging er nach Hause. He told his wife. Und hat seiner Frau gesagt. The wife said, "Did he pray?" Die Frau hat gefragt, hat er denn gebetet? Said, no, he didn't pray. Der Mann sagte, nee, er hat noch nicht mal gebetet. Then what did he say? He asked me to eat supper. Ja, was hat er denn gesagt? Er hat mir gesagt, ich soll the wife said, no. Die Frau sagte, nein. You cannot eat. Du kannst doch nicht essen. There is no hole. Du hast nur Löcher da. No way. Du hast überhaupt keinen Weg, wo essen durchkriegt. Ja, aber der Mann hat es gesagt. After some time he started feeling hungry. Nach einiger Zeit hat er angefangen, Hunger zu bekommen. Again the hunger increased. Und der Hunger wurde immer stärker. He said, "Let me try." Dann hat er gesagt, weißt du was, ich probiere es. He ate the full supper. Und er hat ein volles Abendessen gegessen. And it was going nicely. Und irgendwie ging das wunderbar durch. He couldn't believe himself. Er konnte es überhaupt nicht fassen. Then he saw. Und dann hat er gesehen, the hole was closed already. Dass dieses Loch schon zu war, wo der Schlauch drin war. And the next day he ate. Am nächsten Tag hat er wieder gegessen. Where is that power? Ja, wo ist die Kraft? Wigglesworth believed there is power in the word. Wigglesworth hat einfach nur geglaubt, dass Kraft lag im Wort. That's why in
my preaching, I always say Bible, 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 Bible. Und deshalb wirst du in jeder meiner Predigten immer nur hören Bibel, 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 Bibel. Because Bibel. I know there is power in the word. Denn ich weiß, es liegt Kraft im Wort. I don't give good thoughts to ponder. Ich gebe dir nicht ein paar gute Gedanken, über die du nachdenken kannst. I give good words to germinate. Ich gebe dir gute Worte, damit die sprossen you und wachsen. What I mean. Verstehst du, was ich meine? But aber we believe. Wir glauben, there is power in the word. Es liegt Kraft im Wort. We believe, wir glauben, there is power in the name. Es liegt Kraft im Namen. We believe, wir glauben, there is power in the blood. Es liegt Kraft im Blut. We believe, wir glauben, there is power in the Holy Ghost. Es liegt Kraft im Heiligen Geist. With all the revelation, mit all diesen Offenbarungen, why you are not powerful? Warum bist du dann immer noch why nicht you mächtig? Don't walk in the power? Warum wandelst du nicht in der Kraft? Why in everyday life you are defeated worldly, worldly, worldly? Warum bist im täglichen Leben immer wieder in Niederlage, immer wieder weltlich, weltlich, weltlich. The one reason I found out in my study of the word for 40 plus years. Der eine Grund, den ich in über 45 Jahren Wortstudium herausgefunden habe. The believers ist, dass die Christen have not seen nicht gesehen haben the power in the word, die Kraft the im Wort, power in the name, die Kraft the im Namen, power in the blood, die Kraft im Blut, the power in the Holy Ghost, die Kraft im Heiligen Geist, the power that created the universe, die Kraft, die das ganze Universum the geschaffen power hat, of the Almighty God, die Kraft des allmächtigen Gottes is within you. Die lebt heute mittendrin in dir. If this one revelation, this one revelation, diese eine einzige Offenbarung, will take you into another realm of victory. Die wird dich in einen anderen Bereich des Sieges hineinführen. That's what my wife taught you yesterday. Das ist das, was meine Frau dich gestern gelehrt hat. That's what she is going to teach you once again. Das ist, was sie auch weiterhin dich lehren wird. This morning I have asked her to teach that again. Heute Morgen habe ich sie gebeten, das nochmal zu lehren. The power. Die Kraft. That raised Christ from the dead. Die Jesus von den Toten auferweckt hat. That's the highest power. Ist die höchste Kraft überhaupt. That my wife will tell you. Meine Frau wird euch das nochmal sagen. The supreme power. Die absolut allerhöchste Kraft. 100% power. Die hundertprozentige Kraft. Was released. Die wurde freigesetzt, when Christ was raised from the dead. Als Christus von den Toten auferweckt wurde. That power. Und diese Kraft is working in every child of God. Die wirkt heute in jedem einzelnen Kind Gottes. This your German brain will never accept it. Und das ist das Problem, dass dein deutsches Gehirn das nicht akzeptieren will. No human brain will accept it. Kein menschliches Gehirn wird es akzeptieren. There is only one goal for the devil. Der Teufel hat nur ein einziges Ziel. Hide this truth. Diese Wahrheit zu verbergen. Hide this truth. Diese Wahrheit zu verbergen. Let them always see the power is outside. Lass sie immer denken, die Kraft wäre irgendwo da draußen. Never allow them to see the greatest power is working in a believer. Erlaube ihnen bloß niemals zu sehen und zu erkennen, dass die größte Kraft überhaupt in einem Christen am Wirken ist. Denn ich diene dem Geist, so wie selber.